Heute produzieren wir einen kompletten House-Track hier live auf YouTube. Dieser Track wurde in Wirklichkeit auf Twitch produziert. Das hier ist die zweite Folge dieser Aufzeichnung. Das heißt, du kannst jetzt live dabei sein und zuschauen, wie dieser House-Track tatsächlich produziert wurde. Wenn du den fertigen Track mal hören möchtest, findest du einen Link zu Spotify, Apple Music und allen anderen Musikplattformen in der Beschreibung dieses Videos. Oder du suchst einfach nach Remind Me von Thomas Foster und Alexandra Prinz. Schön, dass du am Start bist. Viel Spaß! Hausmusik. Was ist denn wichtig bei Hausmusik? Was unterscheidet sie denn von Techno? Techno ist immer so, als würde die Maschine alles machen. Da klingt alles sehr maschinell. Ja? Während bei Haus klingt immer alles, als hätten es echte Musiker gespielt. Also wir hören ein echtes Fender Rhodes, ein echtes Klavier, eher keinen Synthi-Bass, sondern Elektrobass. Muss nicht sein. Es gibt natürlich viele tolle House-Tracks mit Synthesizer und so weiter. Aber es steht sehr weit, das echte Instrument steht immer sehr im Vordergrund. Aber ich hoffe, Michael, du schüttelst nicht den Kopf wegen meiner Erklärung. Nein, keine Angst. Gut. Nein. Aber etwas ist ganz wichtig, was Hausmusik jetzt unterscheidet von irgendwelchen anderen Tracks, die von echten Musikern eingespielt sind. Es klingt alles so, als hätte der DJ was aus der Vinylplatte rausgesampelt und spielt damit herum und legt es in den Loop. Das erreichen wir A dadurch, dass die Dinge sehr klein geschnitten und geloopt sind, B dadurch, dass sie gefiltert und im Klang bearbeitet sind. Ob das jetzt wirklich aus einer Vinyl kommt oder neu produziert ist, ist dabei eigentlich vollkommen egal. Aber es sollte immer so klingen, als wären es echte Instrumente, die gesampelt wurden. So, und genau das versuchen wir jetzt zu erreichen. Deshalb nehmen wir einen echten Bass. Und den haben wir hier. Einen der besten Plugins für echten Bass, der Trillion von Spectrasonics. Das ist dieselbe Firma, die den Virus macht. Wie heißt der nochmal? Der Omnisphere. Omnisphere. Ja. Und das ist so ein richtig schöner, echter Bass. Und beim Hausbass ist aber wichtig, dass der etwas dumpfer klingt. Deshalb habe ich hier so einen Filter. Und den drehe ich mal schön auf, dass der die ganzen Obertöne, die wir da hören, wegmacht und dumpf und gefiltert klingt. Schauen wir uns mal den Filter an, der ist hier drinnen. Das ist der da, das seht ihr schon hier. Da können wir noch ein bisschen so eine Nase machen, die Resonanz, sagt man. So. So, man kann sowas natürlich am Keyboard spielen. Einfacher ist es, so etwas zu zeichnen. Und deshalb mache ich einfach mal ein leeres Pattern. Und wir spielen mal eine Note und schauen mal, wie die klingt. Ich finde, die klingt großartig. Ist die nicht super? Ja, ist es. Jetzt ist die Frage, wo machen wir die nächste Note? Auf der 1 zu beginnen ist... Dann hört man Rapper's Delight, wenn wir es zulassen. Don't. Du meinst... Kennst du Rapper's Delight, der Klassiker? Absolut. Du willst mich verarschen, oder? Yep. Ja. Alles gleich am Start. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen es rhythmisch spannender machen. Es soll ja Haus werden. Deshalb ist es gut, wenn es ein bisschen groovt. Deshalb würde ich hier mal die nächste Note ein 16. vor der zweiten Bassdrum machen. Groovt geil. Machen wir gleich mal hier die nächste. Jetzt kopiere ich mal das Ganze. Die nehmen wir mal raus. Und versuchen hier mal was Interessanteres zu machen. Möglich. Und jetzt wäre es natürlich spannend, wir bleiben nicht auf einem Ton, sondern machen ein paar andere Töne. Zum Beispiel könnten wir da hinten nach oben gehen. Thank you.
nicht so schlecht, oder? Und am Ende machen wir dann irgendwie sowas wie dum dum dum, also dum 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 dum, dass er so von unten nochmal kommt dann am Ende des Takt. Ja. Mike schlägt schon Akkorde vor. Aber jetzt bezüglich der Tonart, Thomas, in welcher Tonart produzieren wir eigentlich? Wir sind jetzt gerade mal in F-Moll. F-Moll. Was hast du für Überlegungen zur Tonart? Ja, vielleicht jetzt auch ausgerichtet auf die Sängerin, auf die Alexandra, was die mag. Das kann man so nicht sagen, weil du musst dir das so vorstellen. Die Sängerin ist in einem gewissen Bereich gut. Sagen wir mal, ihre Stimme klingt toll zwischen D und A. Okay. So, wenn wir jetzt in D-Moll einen Track komponieren, dann kann die Sängerin das da singen. So, wenn wir jetzt aber in B-Moll einen Track spielen, dann singt sie im selben Bereich eine völlig andere Melodie. Ja, wenn wir jetzt in G-Moll einen Track komponieren, dann wird die Melodie wieder eine andere. Aber sie kann immer in ihrem Bereich liegen. Das bedeutet, die Tonlage auf die Sängerin ausrichten ist dann notwendig, wenn wir schon eine Melodie komponiert hätten und sagen, in welcher Tonlage muss ich denn diese Melodie jetzt geben, damit sie für die Sängerin im richtigen Bereich ist. Klar, wenn ich My Bonnie is Over the Ocean singe, dann ist es My Bonnie is over, da ist es tief für mich, ja, aber My Bonnie is A, da ist es besser für mich, also singe ich es lieber in F als in C. So. Aber wir haben ja noch gar keine Melodie. Das heißt, wir können dann eine Melodie komponieren, die in dieser Tonlage für sie perfekt ist. Insofern brauchen wir uns da jetzt echt keine Gedanken machen. Ich habe das jetzt ein bisschen genauer erklärt, weil es ja ein interessantes Thema ist. Macht man sich jetzt Gedanken über die Tonlage schon im Vorfeld, was die Sängerin betrifft oder nicht? In dem Fall sind wir eigentlich vollkommen frei. Okay, so. Cool. Jetzt hören wir nochmal, wir wollten da eventuell eine Variation am Ende von vier Takten. Ich würde auf C gehen. Da. Thomas, da wo du jetzt bei das gehst, ist, da will ich auf C gehen. Ja, da wo das Giss ist, würdest du auf C gehen, so. Aber runter, unterm F, dass es von unten kommt. Also eine Oktave, genau. Ja. Jetzt bist du auf dem Cis. Ja, mir doch egal. Okay. Entschuldige. Und anschließend noch Dis. Ja. Darf ich noch mal eine Oktave höher hören? Und lass noch ein bisschen vergrooven. Also, der Simon Lukas schreibt, was ist mit Sidechaining? Guter Punkt. Auf so einem Bass hören wir gerne ein Sidechaining. Das bedeutet, dass überall da, wo die Bassdrum ist, der Pegel runtergeht. Das erreichen wir am leichtesten bei so einem Four-to-the-Floor-Track, wo das immer auf den Vierteln ist, kann man sowas wie ein LFO-Tool nehmen. Das geht bei einem Hip-Track. Hop-Track, wo die Bassdrum immer woanders sitzt, nicht. Aber da ist es perfekt. Und hören wir mal, was das macht. Das ist jetzt genau ein Viertel. Und da vorne wäre die Bassdrum in jedem Viertel. Und da geht der Pegel runter. Wir sehen also hier den Pegelverlauf. Ich mach's mal ganz extrem. Ohne. Mit. Wir machen es nur leicht. Ich drehe es langsam rein, während wir die Musik hören. Thank you.
So, ich finde, das ruft schon sehr nett. Jetzt würde mich aber mal die Meinung von jemand ganz anderen interessieren. Nämlich, wir hören da schon jemand lachen im Hintergrund. Ja? Und ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, wer da lacht. Ich finde es nicht. Also. Ja, was wolltest du sagen, Michael? Okay, ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Viele von euch kennen Sammy Deluxe, viele von euch kennen Fettes Brot. Die Älteren erinnern sich noch an Blümchen. Und für die und ganz viele andere hat sie gesungen. Sie hat unter anderem auch, und jetzt haltet euch fest, das ist total abgefahren, für Foster Kent schon sehr oft gesungen. Ihr hört ihre Stimme auf Radio Hamburg. Und auf was hast du noch gesungen? Hast du SWR 3 gesungen? Nee, was hast du noch gesungen? Ach, Radio PSR, NDR 2. NDR 2, richtig, genau. NDR 2 hatte ich auch gemacht, aber ich habe schon so viel gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Jetzt hört ihr schon die Stimme, jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Jetzt muss ich aber erst das Bildschirmteilen hier wieder aufheben, beenden, so, das ist nämlich heute neu, dass wir das machen. Und hier ist Alexandra Prinz, meine Herren, einen Applaus, ja? Nicht ja. Doch. Alex, ich muss dir ehrlich sagen, wir haben so selten Frauen in unserer Runde, weil Musik produzieren so eine Männerdomäne hat, was sehr schade ist. Wir haben sehr gerne Frauen bei uns in der Runde. Wir übernehmen ja langsam. Ne? Es gibt ja immer mehr Sängerinnen und Produzentinnen in der Szene, die übernehmen. Zum Glück also, immer mehr, Gott sei aber Dank. Leider ist es noch eher im 2-3%-Bereich als leider, ja. Im 50%-Bereich, wo sie auch sein könnte, was schön wäre. Ja, ja. Aber... Wir werden immer mehr. Die männlichen Herren, die singen, sind auch nicht schlecht. Also es ist ja immer nur so eine Sache. Da gibt es ein paar ganz nette. Ne? Alexander, du hast gesagt, du hast Spaß, mit uns ein bisschen Hausmusik zu produzieren und diesen Track zu singen. Tja, jetzt hast du dir das eingebracht. Was denkst du denn jetzt, wo du hier die ersten Anfänge von diesem Track hörst? Du, die Bassline hat mir schon mal gefallen. So, da geht bei mir direkt eine Melodie im Kopf los. Ich freue mich schon darauf. Also es ist ja schon mal eine sehr, sehr entspannte und lustige Truppe hier, die ich sehe. Und bin sehr gespannt, was man da zusammen zaubern wird. Ne? Ich auch. Ich habe die Alexandra gebeten, dass wenn sie dann einsingt und so weiter, dass sie möglichst auch eine Kamera aufstellt, dass wir das auch auf YouTube dann zeigen können und so weiter, dass ihr auch diesen Teil des Prozesses möglichst viel mitbekommt. Mir ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir wirklich einen House-Track produzieren, weil wenn man mit einem Sänger zusammenarbeitet, neigt man dann oft raus, einen Popsong zu machen, der extrem durchkomponiert, Strophe, Refrain, Strophe. Ich glaube schon, wir sollten das Ziel im Auge behalten, so einen richtigen House-Track zu haben, der irgendwie ein starkes Thema hat. Was sagst du? Keep it four to the floor. Keep it four to the floor. Aber was erzähle ich dir, wenn ihr mal geht auf, weil jetzt müssen wir deinen Spotify-Account mal ganz kurz, weil es ja nicht nur so, dass die Alex ihre Stimme für viele deutsche Künstler hergibt und teilweise, glaube ich, auch auf der Bühne stehst du für die, gell? Ja. Sondern, und dazu teile ich jetzt nochmal meinen Bildschirm, dass ihr das auch seht, so, wenn wir hier gehen auf Alexandra. Bisschen Werbung machen, oder? Das ist das Mindeste, was man hier machen kann. Jetzt kommt aber den alten Fotos da. Oi. Na, spiel ab. No, die Fotos sind ein Viereck, ja, das du da auf deinem Account hast. Ich kann jetzt leider nichts anspielen, weil sonst wird mir der Account gesperrt. Aber ich teile das mal. Ihr müsst da unbedingt reinhören. Link zum Posteren kopieren. Jeder. So, und das hauen wir jetzt in den Chat. Hört nach der Sendung bitte mal rein. Die Alexandra hat schon großartige Hausproduktionen gemacht. Wirklich tolle Sachen dabei. Kann ich sehr empfehlen. Dankeschön. Da kann man gar nicht genug Werbung dafür machen. Aber jetzt machen wir ja was Schönes. Darauf jetzt machen wir was Schönes? Total. Ich finde das auch sehr spannend in der Kombination. Ja, die Idee ist, dass wir dieses Mal alles an Ideen reinballern, was wir so haben und hier mal ein paar Spuren drauf machen. Dann in 2 Wochen nochmal nachjustieren, schauen, unbedingt. Was geht in die nächste Runde, was hat überlebt, was wollen wir noch Neues machen. Ein bisschen an Ablauf schon kreieren, damit das auch schon ein bisschen einen Vibe hat, eine Welle hat. Und dann machen wir uns auch schon ein bisschen Gedanken,
wovon könnte der Song handeln? Ja, vielleicht haben wir schon die eine oder andere Textidee, vielleicht fällt uns schon eine Melodiephrase ein. Wir hätten ein bisschen so gesagt, dass wir vielleicht schon ein bisschen die eine oder andere Idee ankomponieren, aber du jede Freiheit hast. Und ich, wenn ich irgendwie eine andere Idee habe, ich biete euch das dann an. Alles geht, nichts muss, sage ich immer. Meckern ist übrigens bei mir auch erlaubt. Und bis wir auf einen Nenner kommen, dann philosophieren wir ein bisschen, um eine Story zu finden, in welche Richtung soll es gehen. Braucht die Welt noch einen Love-Song oder braucht die Welt lieber einen Song zum Tanzen? Ich denke, wir alle brauchen momentan Musik zum Tanzen, weil man muss mal den ganzen Frust wegtanzen. Finde ich gut. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Und dann lade ich euch und unsere Zuschauer jetzt zu dieser Session, gehöre ich auch dazu, in mein kleines Studio ein und freue mich drauf. Wir freuen uns extrem, Alexandra. Das wird super spannend. Ja. Und vielleicht bist du nächste Woche nochmal kurz dabei, weil da... Unbedingt. Wenn ihr mich braucht, ich komme. Wenn die User Fragen haben, jetzt schon mal, was Vocalaufnahmen und so angeht, können sie ja schon mal alles runterschreiben, euch das schicken. Und ich werde mich dann dementsprechend damit befassen und gucken, wie ich helfen kann. Du bist heute auch irgendwo am Arbeiten oder Komponieren oder so? Ich bin tatsächlich in einem Musikstudio gerade bei Rob Hart, der im Soul-Bereich fantastische Tracks schon produziert hat, mit dem Who is Who, der Soul-Musik gearbeitet hat. Und ich habe jetzt die Ehre, hier zu sein und an meinen Sachen zu arbeiten, weil nebenbei mache ich ein deutschsprachiges Soul-Projekt und ich bin halt vielfältig. Ich liebe Musik von bis, deshalb ich singe Schlagerchöre. Ich bin im Hip-Hop-Bereich zugange. Ich habe Popchöre gemacht. Ich liebe Bossa Nova. Jodeln kann ich auch, aber nur noch zwei, drei kleinen Schnäppchen. Ne? Und das geht dann super. Das geht dann auch 1A. Und nebenbei singe ich auch noch sehr attraktive Jingle-Chöre. Aber da muss Alexander, ich will jetzt deine Kunst nicht mildern. Ja, aber eins muss ich schon sagen, nach zwei Schnäpsen kann ich auch jodeln. Okay? Dann können wir das auch im Duett machen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn du das nächste Mal in Salzburg bist, komm ich auf das Angebot mit dem Jodeln zurück. Vielen Dank, Alexander, dass du heute hier mal kurz reingeschaut hast. Ja. Und wir freuen uns schon extrem auf die Zusammenarbeit mit dir. Ich mich auch. Also, lass es krachen. Schönes Arbeiten noch. Und wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ich habe was Spannendes vorbereitet. Und zwar habe ich gesagt, wir dürfen es dem Alexander nicht ganz so leicht machen, deinen Track zu produzieren, wo rechtlich alles einwandfrei ist. Das wäre ja langweilig, ja? Nee. Und deshalb habe ich... Rock'n'Roll, wir müssen ein bisschen was Verbotenes tun. Und deshalb habe ich mal viele Tracks hergenommen von Soulstars wie Aretha Franklin, Ray Charles und so weiter. Und hab die in die Software RX7 gehaut. Denn in dieser Software kann man durch Artificial Intelligence die Stimme vom Rest trennen. Und so habe ich jetzt spannende Stimmen da. Ich würde jetzt ein Rhodes einspielen, nur damit wir die Tonlage besser hören. Ich schalte jetzt mal wieder um. So, dieses Rhodes soll da nicht drinnen bleiben. Das hat nur, dass wir beim Arbeiten mit den Gesangssamples besser die Tonlage beurteilen können. Weil wir sind in F, haben wir gesagt. Ich bilde da jetzt einfach mal einen F-Moll-Akkord. So. Und der kommt da jetzt einfach immer wieder, damit man die Tonlage besser hört. Das ist langweilig und entsetzlich. Das tun wir dann wieder weg. Ja? Gar nicht. Aber es hilft jetzt, die Tonlage zu hören. Jetzt muss ich kurz nachdenken, wo habe ich das hingeschoben? Ich weiß es schon wieder in diesen Folder. Ich habe da einen eigenen Folder angelegt hier ich hab's gleich. Ich glaube in Samples. Na, kann nicht sein. Wir finden's gleich. Kann mal jemand kurz einen Witz erzählen? Ich war mir sicher, dass ich das da reingetan habe. Wenn's da nicht ist, dann komme ich gleich drauf. Ah, vielleicht habe ich es noch im Download-Folder. Musterstundensöse. Ja, das seht ihr auch gerade alles, an dem wir arbeiten. Das sind die Tracks. Ah, genau. Jetzt weiß ich wieder, wo ich es hingetan habe. Hier.
ihr Gäste. Jetzt haben wir es. Soul from Hits. So, da haben wir Chaka Khan. Wer kennt die Nummer? Uralt. 60er. Ja, wunderbar. Mit dem will ich jetzt mal anfangen. Und dazu gehen wir mal hier in, keine Ahnung, in die Leads rein. Machen eine Audiospur und holen mal das Chaka Khan Sample rein. Es ist ja so, rechtlich darf man gar nichts verwenden, wenn man sich nicht die Rechte holt. Wenn man es aber so stark verfremdet, dass man es gar nicht mehr erkennen kann, dann ist das wieder erlaubt. Das hat ganz klar einen Prozess zwischen den Söhne Mannheim Produzenten, war das, glaube ich, oder? Okay, das ist doch mal schön. Bei solchen Stimmgeschichten mache ich es immer so, ich konzentriere mich einmal auf die Rhythmik und dann auf die Tonhöhe. Also, schieben wir das einfach mal dahin und hören mal, was passiert. Das Gut finde ich mal ganz cool. So. Und und das da. Achtel später. Ja, ist doch geil. So. So. Eigentlich passt das schon. Ja, machen wir den Loop kleiner, weil dann können wir auch Dinge wieder ändern. Und beim vierten Mal das Dub doppeln, da Dub. Ja, 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 ja. Ich wollte schon beim standardmäßig was doppeln. Machen wir da mal einen Schnitt rein. Und schieben das dann noch hin. Ich habe die so leicht nach hinten geschoben, weil wir ja einen Shuffle haben und ich will auch, dass diese Stimme shuffelt. Deshalb jede Note, die auf einer zweiten oder vierten Sechzehntel ist, schiebe ich ein bisschen nach rechts. An der Stelle würde sich Chaka Khan schon selber nicht mehr erkennen. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit unserer Bearbeitung. Jetzt filtern wir das ein bisschen. Dass das noch mehr klingt, als käme das aus einer Uralt auf. Bisschen Saturation, bisschen Dreck rein. Das Hopper Hopper da hinten mag ich nicht so. Da ist so cooler. Das können wir hier wieder rausnehmen. Viel cooler ohne die Akkorde. So, Delay. Und Hall. Ja.
könnten den Hall noch ein bisschen automatisieren, dass der da ein bisschen raufkommt. Und jetzt haben wir auf das Ganze noch ein LFO-Tool drauf. Ah. Und was sage ich immer, ist das Wichtigste an jeder Bearbeitung? Speichern! Speichern ist auch wichtig. Aber das ist doch noch dumm gesagt. Speichern ist auch richtig. Ich meinte, die Lautstärke ist das Wichtigste. Ach so. Und deshalb fangen wir mal ganz von unten rein. Nervt es ein bisschen? Ist zu viel? Also ich würde das nach, also das, wenn es das vierte Mal durchgelaufen ist, dann sollte das in einen Vocoder laufen. So ein bisschen Daft Punk-Style. Mhm. Das wäre doch die Idee. Ich habe das, das jetzt ist cool. Rausgenommen, dass es nur jedes zweite Mal kommt, hier diese zweiten Samples. Ich mache das mal farblich so, dass man es schöner erkennt, was hier passiert, indem ich denen ein bisschen andere Farbe gebe. So, da ist immer das Dat, das ist jeden Tag da und das Ont, das ist da nur jeden zweiten. Ja, für das Ende von 8 Takten hätte ich eine andere lustige Idee, die ich gerne mal ausprobieren würde. Denn ich habe heute noch was Spannendes vorbereitet. Neben diesen kleinen Gesangssamples habe ich einen neuen Sound für das Mutant-Plugin gemacht, das es derzeit in der Demo-Version gibt. Wenn ihr das testen wollt, dann geht doch einfach auf mutant.com. Moment, wo sind wir? Hier, neues Fenster, so, mutant.com und dort findet ihr hier die Beta-Version des Mutant Players und diesen Sound, den gibt es noch nicht im Mutant Player. Ich habe ihn bei mir jetzt in Sampler von Bitbig reingezogen, aber den werden wir die nächsten Wochen auch releasen. Das heißt, wenn ihr das habt, dann braucht ihr nur darauf warten, dass das unter Brass erscheint. Was habe ich gemacht? Ich habe sämtliche Earth, Wind and Fire, Aretha Franklin, James Brown, alle, wo ich weiß, dass die geile Bläser-Kombis haben, habe ich gesampelt und nach irgendwelchen Bläser-Akzenten gesucht. Und die habe ich dann mit Filtern bearbeitet und habe da drauf noch synthetische Bläser wie die Session Horns und andere Libraries, einige Nexus Sounds gelegt und so weiter. Und habe die dann über die ganze Tastatur gelegt. Und das Endresultat so. Und das könnte ich mir schön vorstellen, dass wir am Ende von 8 Takten oder vielleicht auch am Ende von 16 Takten, ich mache es jetzt mal am Ende von 8 Takten, so ein Break machen, wo wir das mal, was der Bass macht, rausnehmen. Auch das Gesangssample mal kurz stoppen. Und alles hier rausnehmen, außer die Bassdrum. Mhm, da muss der Loop einsetzen. Und dann schauen wir mal, auf welche Stufe wir. Fangen wir mit dem
Bass an. Hier oben, wo sind wir da? So, und das Ganze wollen wir jetzt mit Bläsern doppeln. Also nehme ich das Schema, das ich hier mit dem Bass eingespielt habe, und ziehe es auf die Bläserspur runter. Vergessen, wo die sind. Ah, ich weiß schon wieder. In der Harmoniespur habe ich die gemacht. Da. So, dann müssen wir jetzt mal schauen, welche am schönsten klingen. Wisst ihr was? Ich würde mir wünschen, dass die Samples, die wir da verwenden, dieses Chaka Khan Samples, dass die ein bisschen sauberer klingen. Die sind ein bisschen zu atonal. Ich würde hier nochmal, wie machen wir das? Ich mache hier eine neue Audiospur und schiebe mal die Samples, so wie wir sie da verwendet haben, in diesem Takt, darunter. Und hol mal das Melodyne. Wieso hören wir die nicht? Achso, wir hören sie eh. Mhm. Mal von hier spielen. Okay. So, da sehen wir im Melodyne genau die Töne, die die singt. Und da sehen wir, das ist ganz schön tief. Das sollte nämlich ein Ass sein. Da ist es prinzipiell auch. Aber wie ihr seht, ist es halt ein bisschen weit unten. Also schieben wir es ein bisschen weiter rauf. No. Können wir das mal hören? Viel besser. Vielleicht die Modulation etwas weniger. Das ist diese Wellenform hier. Jawohl. Und das Verb schieben wir daher. So, ich glaube, dass das viel schöner klingen wird und würde das jetzt mal bouncen. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal mit dem 9 hier an. Eine Kleinigkeit, aber jetzt klingt es sauber. Was sagt ihr zu dem Break? Das ist top. So geil. Top, top. Wunderbar. Voll geil. Vielleicht noch gleich gefiltert mit Cut-Off, dass es auch aufgeht. Ja. Gute Idee. Wir gehen auf die Bläserspur, hauen da einen Filter drauf. Jawohl, so war das. Ja. Jetzt sind wir im Club. So. Und zwar machen wir da genau Stufen rein, dass das jedes Mal auf dem nächsten weiterschaltet. Ja.
Wir fangen zu tief an und gehen zu weit rauf, aber das Prinzip ist, glaube ich, das Richtige. Wie geht denn das, dass ich da jetzt, keine Ahnung, mir doch egal. So, ja. Warte mal, so klingt es voll. Da ist schön. Okay. Ah, wir schalten, müssen es größer machen. Das geht viel zu schnell hier. Da gehen wir her. Da tun wir es nochmal steigern. Und auf den letzten reißen wir es voll auf. Und da hinten ziehen wir es runter. Oder sollen wir das oben lassen? Ne? Ist okay, wenn es darüber klingt, oder? Ja. Thomas? Ja? Magst du das vielleicht auch stufenlos ausprobieren, wie das kommt? Dass wir statt den Stufen so machen. Ich finde es gut, es ausprobiert zu haben. Gefallen tut es mir besser mit Stufen. Ja. Wenn du mal hören möchtest, wie der fertige Track klingt, findest du den Link zu Spotify, Apple Music und allen anderen Musikplattformen in der Beschreibung dieses Videos oder du suchst einfach nach Remind Me von Thomas Foster und Alexandra Prince. Die nächste Folge erscheint schon ganz bald. Danke, dass du am Start bist und immer kreativ bleiben. Cheers! Wir bei MuChant haben hart daran gearbeitet, ein neues Plugin zu kreieren, das musikalischer ist als alles, was es bisher gibt. Jetzt ist es fertig. Der MuChant Player. Jedes Instrument im MuChant Player beinhaltet eine Komposition, also MIDI-Files, die man einfach in das Arrangement ziehen kann, um nicht nur von einem Sound, sondern auch von einer Melodie oder spannenden Akkorden inspiriert zu werden. Alle Instrumente und MIDI-Files liegen in der Cloud. Dadurch kann es jedes Mal, wenn du das Plugin öffnest, neue Instrumente bzw. MIDI-Files geben, die du einfach mit einem Doppelklick in dein Plugin lädst. Neben den Instrumenten gibt es auch noch die Kits. Das sind komplette Arrangements, die wie ein ganzer Song klingen. Mit einem Klick ladest du alle Instrumente und kannst dir alle MIDI-Files in dein Musikprogramm ziehen, um damit etwas Neues zu machen. Aber jetzt kommt das Unglaublichste. Die Basisversion von MuChant ist gratis. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und lade dir kostenlos den MuChant Player. In dem Player findest du viele Instrumente, MIDI-Files und Kits, die du bereits kostenlos laden und nutzen kannst. MuChant. It's time to make music.